Im Evangelium des Johannes heißt es, dass am Tag der Geburt des Herrn jenes wahre Licht in die Welt kam, das die Menschheit erleuchtete. Auch wir wurden am Heiligen Abend erleuchtet, irgendwie. Aber schön war das erstmal nicht. Dabei glaubte ich, dieses Mal alles besser als sonst gemacht zu haben. Ich war vorbereitet auf Weihnachten. Der Speiseplan stand, es war eingekauft, der Baum wartete auf der Terrasse und der Regen hielt ihn frisch. Es sollte kein Stress aufkommen, diesmal nicht. So tender and mild. Max, ich sehe, der Kampf geht weiter. Gut so. Zwei Spuren im Schnee führen herab aus steiler Höhe. Was ist, mein Sohn? Hast du beschlossen, Weihnachten nicht mehr gut zu finden? Ich weiß nicht, ob die Weltlage das zulässt. Kommt natürlich auch auf die Geschenke an. Gerald! Ich bin gerade sehr entzückt von dir, meine Liebe. Oh. Mama, wann gibt's Essen? In einer halben Stunde, mein Schatz. Erst? Ich habe schon ein Hungerödem. Du kannst schon mal das Altpapier raustragen, das lenkt ab. Kassenzettel? Kassenzettel gehören nicht ins Altpapier, Mama. Da sind Hormone drin. Die nimmst du über die Haut auf. Hormone? Hast du das gewusst? Voll gesundheitsschädlich. Die gehören verbrannt. Also immer in den Restmüll. Danke, dass du auf mich aufpasst. Ricky hat heute angerufen. Oh. Und nach meinem Plätzchenrezept gefragt. Was? Unsere Tochter will backen? Jeder aus ihrer WG steuert sein Lieblingsrezept von zu Hause bei. Das finde ich so schön. Eddie, Barack hat die Hose voll, fürchte ich. Oh. Wo ist denn eigentlich die Kindsmutter? Rose, dein Sohn braucht einen Windelwechsel. Wärst du so gut? Schon wieder? Hast du was an der Prostata? Glaube nicht. Nein? Ja, allmählich kommst du an das Alter. Meinst du? Danke, Mutti. Nur mach schon. Och, Mutti. Ja, nun setz dich doch. Oh. Gemütlich hast du es hier. Ich weiß wirklich nicht, wie ich dir helfen soll, Hans-Dieter. Was soll ich denn noch machen? Ja, lass dich scheiden. Je eher, desto besser. Es kommt überhaupt nicht in Frage. Dann sitzt du wohl in der Falle. Ich will doch den kleinen Eddie Barack annehmen wie mein eigenes Kind. Aber jetzt mach dir doch nichts vor, Hans-Dieter. Du hast bis zum letzten Moment gehofft, dass die Rosi dein Kind austrägt. Und jetzt? Ja, jetzt ist es halt das Kind von einem Afroamerikaner. Ja. Mutti. Und sein Name ist Reginald. Wunderbar.